Hallo und herzlich willkommen bei Chefstaff. Mein Name ist Simon und heute machen wir zusammen Gazpacho. Hallo Freunde der Sonne, wir machen also zusammen heute Gazpacho. Gazpacho ist eine kalte Suppe und sie kommt aus Spanien. Spanien, Portugal, sagt man so. Ursprünglich Andalusien. Andalusische Gazpacho, sagt man auch oft. An sich ist es halt eine kalte Suppe aus ungekochtem Gemüse. Und zwar Gurke, Tomate, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch. In der Kochlehre bekommt man meistens gesagt, dass es die spanische Nationalsuppe ist. Das wird auch, denke ich, so sein. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Dann hauen wir da alles zusammen. Dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Und dann haben wir eine super leckere Gazpacho. Okay, wir haben hier ein schönes deutsches Gürkchen. Da schneiden wir uns mal ein bisschen was ab. Wir nehmen jetzt mal nicht die ganze. Und dann schälen wir immer von unserem Strom hin. So. Ja, wer unser Video gesehen hat über die Gurke, dann wisst ihr ja, dass da... war das überhaupt über die Gurke? Ich kann nicht gucken. Auf jeden Fall habe ich das schon mal erzählt. Genau, das war das Video mit Lurch. Auch ein schönes Video. Könnt ihr euch mal angucken. Und ja... Habe ich erzählt, dass man das immer so schält, damit wir die Bitterstoffe nicht über die Gurke schälen. Die Gurke. Bei mir arbeitet ein Franzose auf der Arbeit, der sagt immer Gurke. Gurke. Hallo Simon, machst du heute eine Gurkensuppe? So, zack. Das Kerngehäuse holen wir raus. Das wässert eh nur aus. So, aber wir schreiben euch natürlich unten genau hin, wie wir das gemacht haben. Jetzt habe ich schon mit dem Strom raus. Über Tomaten haben wir übrigens auch ein Warenkunde-Video. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Dann nehmen wir das Kerngehäuse jetzt mal mit. Schälen braucht man die auch nicht, die Tomaten. Also abziehen. Wir passieren das später. So, einfach mal ein bisschen grob klein. Ne? So, zack. Schwuppdiwupp, mit dem Bus ins Blub. So. Einfach ein bisschen grob klein hier. Keine Kerne mitnehmen. Dann haben wir noch ein bisschen Knobi. Knoblauch machen wir uns natürlich auch rein. Dann haben wir noch ein bisschen Zwiebeli. Eigentlich ist es gelogen. Das ist eine Schalotte. Die Schalotte. Die edle Variante der Zwiebel. Einfach nur grob klein hämmern, ja, das hat jetzt... So, zack. Ui, die hat gut Power. Ich muss ein bisschen weinen. Die arme Zwiebel, sie musste ihr Leben lassen. So, das Ganze geben wir jetzt in den Mixer. Schubbidi-bub. Was ich jetzt dazu gebe, ist Tomatensaft. Ihr könnt natürlich auch viel mehr Tomaten reinhämmern, aber ich finde, Tomatensaft gibt auf jeden Fall nochmal so einen Kick. Ich finde es gut. Schmeckt. Habt ihr gesehen? Beim ersten Mal zubekommen. Geil. So. Aber nicht beim ersten Mal anbekommen. Natürlich muss man das Ganze noch ein bisschen würzen. Und zwar, zum einen machen wir hier ein bisschen Salz dran. Pfeffer. So, wir machen ein bisschen Chili drin. Ein bisschen Feuer. Dann weißer Balsamico-Essig. Machen wir ein bisschen dran. So, ein bisschen Olivenöl. Jetzt geben wir dem Ding nochmal voll Power. Voll Stoff. Ja, bolo, lecker, mio. Ah! Yeah! Also eine Gazpacho ist ja
quasi eine kalte Suppe, ist klar. Also eine Kaltschale sagt man auch dazu. Gibt es verschiedene Varianten. Das ist jetzt halt die spanische. Und ich meine, Franzosen haben ihre Wichichsoise. Oder wie man es auch immer ausspricht. Das ist mit Kartoffel, glaube ich, und Lauch. Gurkenkaltschale kennt man, glaube ich, auch mit Minze und so. Wenn ihr das wollt, dass wir sowas auch mal machen, haut es in die Kommentare. Wir erfüllen euch jeden Wunsch. Fast jeden Wunsch. Kann bloß sein, dass es halt ein bisschen dauert. Dadurch, dass die Gazpacho kalt ist, ist die ruckzuck gemacht. Nichts wird gekocht. Also bloß schön alles putzen und dann gib ihn in den Mixer. Schön abschmecken. Und das ist wirklich super lecker. Mit einem schönen Stück Brot. Wer natürlich möchte, kann das Ganze auch noch durchsieben. Quasi passieren. Ja, da verliert man dann halt ein bisschen die Bindung. Manche geben auch Brot als Bindung noch dran. Mache ich jetzt nicht. Vorher würde ich wahrscheinlich hier mit Xanthan oder so noch ein bisschen nachbinden. Aber in dem Fall, wenn man die Stückchen dran lässt, braucht man da gar nichts abbinden. Ich hatte auch schon mal ein Rezept gemacht, da hat man noch ein Blatt Gelatine dran gemacht. Das hat einfach nur den Effekt gehabt, dass es ein bisschen mehr geglänzt hat und dann nicht ganz so auseinandergelaufen ist. Das war eher so eine Sache fürs Restaurant. Aber hier für zu Hause ist das so wunderbar, ist eine schöne, geile Sache. Eine klassische Gazpacho kann man schön mit grüner Paprika noch garnieren. Dazu schneiden wir uns einfach hier ein paar Würfelchen. Das glaubt ihr schon, was wir hier haben. Wenn ihr auch so schneiden lernen wollt, dann könnt ihr mal hier klicken. Da haben wir einmal so ein Video gemacht, ein Tutorial quasi, wie man richtig schneiden lernt. So, hier mache ich jetzt einfach ein paar schnelle Croutons. Das passt auch immer super dazu. Das Brot kann ruhig älter sein oder ihr friert euch eins ein. Ja, dann kann man so leicht angefroren, kann man auch schöne Croutons schneiden. Hier haben wir jetzt mal so ganz schnelle Nummer Croutons gemacht, da wird jetzt noch ein paar Kräuter dran passen. Und ja, man kann auch ein bisschen Knoblauch dran machen, wer das mag. Wir haben jetzt einfach noch ein bisschen Öl in die Pfanne, haben die kurz angezogen, Butter dazu, weil der butterische Geschmack einfach zu Croutons perfekt wie die Faust aufs Auge passt. Also die sollte man auf gar keinen Fall sparen. So, hauen wir dann einfach mal ein paar Croutons drauf. Ja, man muss auch ein bisschen mit der Hitze aufpassen. So, dann machen wir noch ein bisschen grüne Paprika drauf hier. Hier ein bisschen Pico Basilikum, noch ein bisschen Kapuzinerkresse und hier noch ein bisschen Blutampfer. So, einfach was schön aussieht. Zack. So, Freunde, jetzt habt ihr mal gesehen, wie ratzefatze so eine Gazpacho gemacht ist. Ganz einfach, ganz easy, kann jeder zu Hause machen und schmeckt super. Gerade an den heißen Tagen, so wie es im Moment ist, ist das genau das Richtige. Okay. So viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Immer schön Hashtag Chefstuff bei Instagram reinschreiben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Wir freuen uns. Ciao.